Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin heute zu müde, um einen künstlerisch gebauten Videoclip herzustellen. Ich habe den ganzen Tag gekämpft, habe von vielen Seiten die Vorhaltung bekommen. Ich dürfe auf wie auch immer diffamierenden Kritiken nicht reagieren. Das führe letztendlich dazu, dass man nicht mehr besprochen werde, sondern ich müsse mich fügen und müsse jede Verwundung, die mir wie jeder andere Autor, die ihm zugefügt würden, einfach hinnehmen. Ich halte das für falsch. Ich halte es auch für politisch gefährlich. Wenn ich das so täte, wenn irgendjemand es so tut, heißt das, anderen ein Vorbild darin zu sein, ebenfalls alles hinzunehmen. Es kann nicht angehen, dass es einen Berufsstand gibt, der eine carte blanche hat, zu schreiben und zu meinen, was er will, egal welche Folgen das für die Betroffenen hat. Das kann de facto nicht angehen. Es ist aber im deutschen Literaturbetrieb, andere Literaturbetriebe kenne ich nicht, üblich. Also habe ich heute einen relativ langen Text zu meiner Position geschrieben. Den Link stelle ich in die Anmerkungen zu diesem Videoclip. Und habe zig Telefonate geführt, Auseinandersetzungen, Streitgespräche, so verlief der heutige Tag. Und sehen Sie mir bitte nach, dass dann meine Lust, jetzt noch einen künstlerischen Clip herzustellen, sehr gering ist. Ich danke Ihnen.